Hola, ich kann kein Spanisch und herzlich willkommen zu TPL Season 6. Spieltag Nummer. Nummer 4. Spieltag 4, Ja. Season 6, ganz klar. Season 4, Spieltag 6. So, jetzt habe ich's. Heute mit der Low-Budget Teambuilding Edition. Und mit der Ich bin krank Edition. Robin ging es die ganze Woche scheiße. Ich hatte zu tun mit der letzten Schulwoche und an der Aber jetzt bin anderen ich richtig Liga. krank. Und Robin geht's halt absolut dreckig und ist irgendwie macht er noch beim Kampf mit. Du musst noch gleich in den Ja. Chat schreiben: Surprise, ich hab's geschafft. In Klammern, liebe Grüße, Robin. Ja, wir spielen mit uns vorletzten Mal mit diesen tollen 12 Mons. Robin, es ist nächste Woche die Wir Hinrunde wechseln schon natürlich vorbei. nichts aus, alle anderen Teilnehmer. Wir wechseln nichts aus. Ihr werdet nicht Vegeta bekommen, keine Angst. Wenn ich ein bisschen Redenspausen habe, ich esse nebenbei. Ich habe mein Ja, Essen gerade dann bekommen. los. Und ich Oh, bin ein wir bisschen am spielen Essen. gegen Restalk-Hexer, die mit Mew, aber Mew ist eigentlich nicht unser Problem, glaube ich. Ich habe das Team nicht mitgemacht. Janna, erzähl über deren Teambuilding kurz. Ja, Mew, Dragapult fängt uns komplett. Mew ist absolut scary. Skarm brechen wir sehr schwer. Terrakium macht uns viel zu viel Schaden. Akani wird viel. Akani ist der beste Konter gegen Cinderace, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und insgesamt, die haben zwei Parries, das ist cool, I guess. Hast du EQ auf Lando jetzt gemacht Ich habe schon? EQ auf Lando gepackt. Gut, Spoiler, Lando kommt mit. Spoiler, Lando kommt mit. Ja, ich werde kurz den Poképace mal machen, damit ihr das Seid visualisierter doch sehen könnt. vorbereitet. Wir sind gar nicht vorbereitet, Junge. Es ist Sonntag, 15 Uhr. Wir haben den spätesten Termin irgendwie genommen, den wir hätten bekommen können. Weil es halt einfach nicht Ich habe anders vor einer ging. halben Stunde noch geschlafen. Also wieder. Ich weiß. So, unser. Ich mock grad, schreib gerade. Okay, dann sind wir so in 3 Stunden fertig. Perfekt. Weil du heute mitspielst, weil ich gesagt habe, könnte ein bisschen länger dauern, weil Robin mit Anmods lange braucht. Oh. Ja. Hallo. Wir spielen heute Hyper Offense. Yay, ich bin kein Also. Fan, aber passt schon. Ein schnelles Smash Blastoise, ist ein Bandit, Cinderace, Expert Bad Coco ist wieder da. Dann ein Assault West, Fist Death, Metagross. Die Splits sind noch falsch. Das kann ich mit euch jetzt zusammen ändern. Das ist Full Fist Death. Das sehe ich gerade. Guckt, Jungs, wir haben es nochmal geändert. Ich werde ein neues Poképace machen, wenn sie später die Sets wollen. Ein Speed Lando, warum ist es Full Speed? Richtig, wir Speed teilen einen Full Speed. Dragapult damit. Oh, echt? Das ist ja cool. Oder nee, nicht Full Speed Dragapult, was anderes Speed teilen wir damit? Speed Creep Coco Dragapult? Keine Ahnung, irgendwas Speed teilen wir damit. Vielleicht sogar war es Dragapult, I don't know. Und Flawgest, weil Flawgest gut gegen Dragapult reinkommt. Ende. Kampf. Fuck. Arcanine Warte ist mal nicht kurz. dabei. Warte mal. Das sind die 6 Mönche, auf die ich mich am meisten gepreppt habe. What the fuck? Wait a minute. Let's go! Arcanine ist nicht dabei, Bruder. I guess, wir könnten entweder mit Blastoise hier starten. Das resultiert darin, dass wir. Drei Monster mit von One hitten, zwei Monster von Two hitten und ein Monster hitten. Als Alter fehlten mir nur. Nee. Hytera Two hitten wir. Ich meine Swampert. Will Oh. Spätstaff. Oh, das alles gut. Wollen wir dann einfach das leaden und ausprobieren? Ich wirklich, ich hab, bin nicht im Teamling drin. Warum nicht? Ich bin So. nicht im Pokémon drin. Ich mache mal meine Tür zu. Wir gehen Blastoise rein. Was du sagst. Oh, unser Vlog ist doch schön. Das freut mich doch.
Ich weiß nicht, wie ich kann das. Ich fühle mich so schlecht. Guck einfach in den Chat, bitte. Mew kommt. Okay. Mew. Das Schlimmste, was jetzt kommen könnte, ist ein Taunt. Drücken wir nicht. I don't know, so Blastoise, Mew. So, ich denke mir halt nur so, cool. Also die drücken doch hier niemals Taunt. Das ist ein Blastoise. Gegen Blastoise drückt man nicht Taunt. Blastoise runnt immer 4 Attacks, außer es ist Shell Smash. So, sollen wir einfach Shell Smash drücken? Wir two-hitten das mit einem Dark Pulse für Spätzelf, ne? Und Full Offense? One-Shotten wir es dann? Ja, könnten wir, glaube ich. Aber knapp. Okay, das ist gerade unser Game-Winning-Play, nicht? Dann mach das. Aber wait, beziehungsweise ich sehe gerade. Cool. Wir machen genau 3% zu wenig Schaden mit einer Max Roll. Ja, 0,3%. Also wir können den nicht one-hitten, aber das wissen die ja. Wir können flinchen. Stockoff kommt, White Up ist weg. Aber ey, wir sind gerade schnell. Und wir können flinchen jetzt. Ja, lass uns die flinchen. Warte, wir Schaden können wir kalken. Okay. Ja, stimmt. Das war so eine Low Roll von Jolly. Full HP oder so. Also, ist keine Ahnung, das ist halt jetzt nicht Attack Invested. Ist es minus Attack Invested? Ist es Minus Attack? Das könnte Minus Attack sein, ja. Das ist ein spezielles. Drücken wir jetzt hier doch trotzdem einfach Dark Pulse, oder? Vielleicht ist hier auch irgendein Predictor Play. Focus Blast, maybe wegen Bissey. Oder Surf wegen Terrakion? Terrakion möchte auch ein. Terrakion wird danach ja von einem Surf gefickt. Ja, das stimmt. Terrakion könnte Scarf sein, dann Scarf Terrakion schneller als er. Ja. Auch wenn er nur auf irgendwie Coco oder Pulse creept. Wollen wir hier vielleicht Focus Blast? Also, wir sind doch schneller als Pult. Wir sind doch schneller als Pult mit. Ja. Dann sind wir auch schneller als Terrakion. Ja, nee, Scarf nicht. Scarf ist Terrakion schneller als Pult. Immer? Ja. Also auch, also ich weiß, dass die theoretisch schneller sein können, aber was bringt es denen, deutlich schneller als Pult zu sein? Vielleicht haben sie sich auf einen Scarfer gespeed creep oder auf Shell Smash eben. Ja, aber der. Was drücken wir? Du drückst. Sag, was du drücken willst. Blast, Dark Pulse oder Surf, I guess. Ich habe Angst, dass das Ding drin bleibt. Ich weiß nicht, ob Dark Pulse einfach der Play ist. Dann drück Dark Pulse. Kommt. Schlecht. Hat Leftovers, okay. Wir können kalken, was es ist. Wer hat das genommen? Ja. 39? 39. Ja. Excuse me. Zu offensiv? Ja. Möglicherweise könnte ein physischer Attacker gerade. Eine physische Defensive. Okay. Und. Gehen wir den? Kleiner Spoiler, wir können, glaube ich, Surf drücken. Wenn wir Surf drücken einfach. Und ich glaube, es ist eine Roll, aber. Let's go. Let's go. Ja, mir kann einer play. Wenn der tot ist, dann sieht Coco sehr sexy aus. Das glaube ich. Können wir eigentlich switchen zu einem Riffex, ja, ne? Nein. Nee, können sie nicht. Riffex stirbt durch Surf. Nein, ich meine, haben wir switchen zu einem Riffex. Das war einfach nur eine Frage. Metagross natürlich, ne? Metagross so 1, 2 mal. Ich glaube, Metagross könnte in einem Boomburst leben. Könnte. Reflex so broken. Für alle Zuschauer, ich habe überlegt, maybe für Toxicity ein Scarf wie Geschichte mit Throat Chop mitzunehmen. Was? Mhm. Es war bis ganz, ganz spät in Planung, Robin. Und ich mache, ich wirklich, ich verarsche dich gerade, ne.
soll ich sagen, was das Schöne ist, Robin? Die bemerken gerade, wir sind modest. Die haben gerade an diesem Damage bemerkt, wir sind modest. Und da denken sie sich nur so, fuck. Weil sie wollten das Ding als Ace-Check haben. Deswegen ist das First Death dabei. Mhm. Heißt es, die wechseln raus? Aber... ich glaube, wir bleiben bei Surf. Ja, müssen wir. Das ist die schnellste, also wir, das ist gerade der schnellste Kampf, den wir von uns aus spielen. Gleich End. Bis sie kommt. Okay. Muss nur mal Schaden auf Blissey. 28. Das Ding ist. Blissey 28 mit Surf ist einfach voll für Steph, ja. So, drücken wir jetzt hier Focus Buffs und baiten die Chopper Berry raus, damit Ace das Ding töten kann. Wahrscheinlich, oder? Jo. Wir drücken jetzt hier entweder Toxic oder. Die drücken, Focus Buffs kann ja, glaube ich, nicht killen. Aber es kann critten. Okay. Focus Buffs two-shottet hier aber. Okay. Können die Full HP sein zu dem Zeitpunkt? 28? Nee. Die müssten. Also die könnten Full HP sein, ja. Also nicht Full HP, meine ich. Warte mal kurz, ich muss kurz minus 1 Death und so reinpacken. Damit ich. Seismic Toss macht ja nicht genau mehr Schaden. Okay, die toxen uns einfach. Wir können jetzt hier nochmal Focus Blast drücken. Wir drücken Surf. Geht Surf hier? Surf Credit hier. Wir drücken Surf. Das Ding geht hier raus. Irgendwas muss in diesen Surf reinwechseln. Ich wünsche, also ganz kurz, Blastoise ist gerade ein Goat. Also, wir machen ja gerade wie gut Work. Deine Turn 1 Setup-Strategie hat funktioniert. Ich bin ehrlich, Robin, ich habe aus Season 2 und 3 gelernt. Runde 1, irgendeine dumme offensive Scheiße funktioniert. Wie oft habe ich krasse First Turn Shell Smash versucht zu spielen? Es hat halbwegs funktioniert. Erinnerst du dich noch? Es geht mir nicht gut. Es geht mir nicht gut. Dann machen wir sowas. Robin, das ist mein Spieltag. Ich spiele gegen Schmock. Hallo. Ich gebe. Also, Season 3 war das beste Spiel. Mein erster Solo-Spieltag gegen Schmock und ich habe den gewonnen. Ja, gut. Aber das ist ja auch ein Vorteil für dich, wenn du alleine ohne Jeremy spielst. Ey. Don't offend Jeremy. Warte, rauspacken. Nee, ich sag's dir nach dem Kampf. Ich sag's dir nach dem Kampf. Nein, schreib's nicht. Warte mal kurz, ich kann's auch erwähnen, das Video kommt eh nicht jetzt am Sonntag pünktlich raus, bis die da sind. Ja, die haben verloren. Willst du wissen warum? Deren Turm wurde gecrittet. Sonst hätten sie gewonnen. Die hätten sonst eine bessere Position gehabt. Ich glaub nicht, dass die gewonnen hätten. Das war immer noch ein physisches Turm. Ich hab dieses. Du warst so krank, du warst krank, aber trotzdem haben du und Rudi ihn weggeschrien. Ich hab's mitbekommen. Was haben wir? Er meinte, du und Rudi haben ihn weggeschrien. Warum er das halt mit seinen interessanten Entscheidungen im Teambuilding. Ja, ich war sehr. Wieso? Cool. Wir drücken doch jetzt hier Dark Pulse einfach. Warte, was war das erstmal für ein Pulsschaden? Wäre eine Minroll gewesen, wenn es kein HP hat, aber ich glaube, das hat ein bisschen HP, weil es Speed Creeped ist, ne? I guess it's no Midroll. Nee, warte mal. Wait. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt HP, ne? Wenn der so ungefähr HP hat, dann war das actually. Ja, dann war es eine Midroll. Nee, das war's. Das ist halt jetzt eine Frage. Ja. Jetzt ist wirklich eine Frage, ob wir jetzt hier Surf oder Dark Pulse drücken. Es gibt halt bei Surf die große Wahrscheinlichkeit, dass es nicht killt. Und Dark Pulse, was soll reinkommen? Jetzt kommt halt vielleicht Terrakium rein und dann drücken wir nochmal Surf und. Ja, Terrakium könnte reinkommen. Pert könnte reinkommen und würde, glaube ich, nicht sterben.
Like, aber wir chippen doch jetzt einfach gerade alles so gut an für Lando. Ja, aber... Die haben kein Levitate dabei. Das stimmt. Dark Pulse. Wenn du das sagst, ist in Ordnung. Bis sie kommt. Ich dachte mir, dass das nicht gut wäre. You see? Wir drücken das hier waren 19... Das war so wir drücken hier doch nochmal Dark Pulse ein. Oder warte, kommt jetzt die Rakim? Wir können jetzt Surf drücken, oder? Oder wir drücken wegen Mew Dark Pulse. Oder wegen Toxicity. Irgendwas anderes. Sure. Ich würde Surf drücken. Okay, die Blissey dead. Blissey dead ist gut. Und wir leben. Wir kriegen noch einen Dings. Wir kriegen noch einen. Einen Move kriegen wir noch raus. Das heißt, wir kriegen vielleicht noch einen Kill. Wenn. Nee, ich glaube, Mew kommt hier rein. Ich habe Angst, dass Mew jetzt hier einfach die Dance drücken möchte. Ja, Mew. Dance. Ist das Scarf? Okay, die sind Scarf, ja. Ne, wir müssen das baiten. Wir drücken Surf. Ja, Quick Attack. Die haben Quick Attack mit. Okay. Interesting. Terrakion. Quick Attack. Ach du Kacke, was machen die bitte? Okay, Damage nach kalten Gitter. Ob das irgendwas Außergewöhnliches war? Blastoise. Quick Attack macht mit Lorb 30%. Ach Gott. Es war kein Lorb. So viel können wir ausschließen. Es ist kein Lorb. Ja, aber wir sind minus 1. Der Quick Attack macht genug Schaden. Okay. So. Gehen wir nicht jetzt hier ein. Es in Moonblast. Warum Flogus? Ja, weiß nicht. Können wir noch machen. Wir könnten in Ace gehen. Ace das Ding hier. Ja, aber die könnten halt in Dragapult. Das Ding hier. Coco Kid leider nicht. Grassnot macht genauso viel Schaden wie Gleam. Wir könnten, also, wir haben eine 12% Chance zu killen. Das killt uns nicht. Ja. Wir könnten hier halt. Ja, wir müssten uns. Dann wäre es halt auch nochmal eine 50-50, ob wir Gleam drücken. Oder ob wir Grassnot drücken. Für entweder Swampert oder für. Obwohl, nee, wir drücken wenn Gleam, weil wir können danach Dings drücken. Wir drücken immer Gleam. Ja. Aber soll ich dir was sagen, was wir auch machen könnten? Wir könnten in Metagross gehen. Weil der hat genau dieselbe Chance, ihn zu killen mit Meteor Mash. Wir könnten auch in Lando gehen. Lando killt hier mit Ivy. Also, wir haben Bullet Punch, oder? Wir haben kein Bullet Punch. Da habe ich Bullet Punch noch reingepackt. Ne, wir haben Thunder Punch dabei. Egal. Na, schade. Wegen Scam, damit wir einfach ein bisschen mehr Schaden machen. Okay. Falls wir den Revengen wollen oder so. Ich habe auch 16 Speed reingepackt, damit wir. Ja, das ist nett, ja. Warum haben wir nicht einfach EQ gespielt? Aus dem warum wir nicht EQ gespielt haben? Und dann langsamer als der sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, können wir nicht einfach jetzt Lando gehen? Drücken. Haben die irgendeinen Switch in EQ? Wie viel nimmt Swampert von EQ? Mal kurz gucken. Dragapult, es stirbt hier durch einen EQ. Es ist physisch defensiv, ne? Aber ich glaube, das tagt trotzdem 30. Tagt, glaube ich, trotzdem 30. Min? 37 Min. Vergiss nicht, wir sind Adamant. Ja, stimmt. Wir sind Adamant und deswegen Speedtime wir mit Dragapult. Das war's. Sorry. Genau. Okay. Was mit Mew? Mew, wir wissen noch nicht. Wir haben noch keinen Schaden auf den gemacht, ne? Wir wissen, der könnte defensiv sein mit minus Attack oder so. Der kriegt von einem EQ. Wenn der Spätstef ist, kriegt er von einem EQ 50 circa. Das heißt, wir finden es vielleicht heraus, also, was er Lando ist. Hier der Play. Ja, Lando ist der Play. Ja. Wir kriegen crazy viel Pressure auf. Es kann auch einfach, die wissen nicht, dass wir Scarf sind. Die wissen nicht mal, dass wir offensiv sind. EQ. Ich glaube, es gibt keinen besseren Play.
Mew. Wir sind... Wahrscheinlich stinkt's. Steph? Ist das für Steph? Warte, das ist... Nee, das ist nicht für Steph, das ist irgendwie mixed. Das war zu wenig Schaden für Fistev. Ich würde. Kann auch sein, dass sie auf irgendwas, dass sie auf Lando gecreept haben oder sowas. Oder irgendwie anti-creep sowas. Irgendwie weird. Ja, haben die so viel Death drin, dass sie mit EQ 2 Hits tanken? Weil dann wäre das eine Mid-Roll gewesen. Wäre 140 in Death einfach. Mit Full HP. Das heißt, sie sind 100, sind Full HP ungefähr 140, also sagen wir mal 60 bis 140. Das heißt, wir killen den probably hier nicht. Brauchen wir die Leftovers? Gehen wir nicht einfach in Floggis? Ah ne, warte, dann heilt er sich hoch. Wir müssen eigentlich Pressure aufbewahren. Damit bewahren wir die beste Pressure auf. Das macht gar nichts gegen Mew. Frage. Ace halt, ne? Aber wenn der jetzt hier Knockoff drückt, dann nicht gut. Also die wissen unser Invest. In jedem Fall. Die wissen, wir müssten voll Attack Element sein. Oder das war eine Roll, dass wir halt. Die wissen halt deren Invest nicht, weil die irgendwie weirdly mixed sind. Ist es schlimm, wenn wir die Assault Rest verlieren? Die drücken noch hier Knockoff, deswegen. Expert Bait wäre schlimm, Band wäre schlimm. Wir haben dann kein Reflex Switch mehr, oder? Ja, true. Wir können auch nicht hier EQ drücken, weil klar, wir können hoffen, dass es killt, ne? Aber. Like, wenn wir jetzt den Scarf verlieren, dann haben wir ein bisschen Probleme mit Pult. Obwohl, warte, wir haben den Sucker Punch. Ich will das trotzdem nicht. Das könnte Wish Protect Mew sein, ne? Das ist möglich, ja. Wie viel macht Coco dann gegen den? Coco macht viel weniger. Wie viel macht denn Coco? 38 bis 45, wenn der Fist-Staff ist. Der ist ja nicht mal ganz Fist-Staff. Ja. Können wir hier für weirde Sets einfach gucken und EQ drücken? Wenn du das sagst, I don't know halt. Was sollen wir sonst machen? Ich habe Angst vor. Nock tut hier allem weh. Wenn das jetzt hier Recover oder irgendeinen scheiß Healing Move hat. Ja? Das ist wahrscheinlich nicht. Du kannst das machen, wenn du willst. Auch ohne Scarf müssten wir ja eigentlich schneller, dann wären wir auch noch schneller als Toxicity dann. Und wir können Moves change, wir können dann U-Turn. Ja. Macht gleich einen Schaden. Ich sag's doch! Stell dir mal vor, wir wären jetzt hier rausgegangen. Aber jetzt drücken wir auch noch. Können wir nicht aber das gleiche nochmal machen? Weil wir gehen doch jetzt eigentlich damit ein, dass wir den erlauben, Knock zu drücken. Warte, by the way, nochmal den Schaden nachkacken. Das war der gleiche. Das war tatsächlich der gleiche, was eine Scheiße. Hex. Okay. Willst du das nochmal machen? Nein. Weil jetzt killen wir sie ganz sicher nicht mehr. Die wissen auch nichts. Wir drücken nochmal. Wissen auch nichts. Okay, die sind wie ich gesagt habe. Das ist safe. Dieses. Die haben sich so gespeedcreept, dass sie von Lando und das. Die haben sich so gespeedcreept, dass sie von Lando. Sagen wir so, die sind gerade maximal 140 passt perfekt. Ich glaube, die sind auf 140 gegangen, actually. Heißt das, sie könnten schneller sein als wir?
I guess. Wollen wir hier EQ drücken, falls bis. Einfach, wollen wir hier EQ drücken, in Form, falls wir kritten oder falls sie knocken? Weil dann können wir danach halt U-Turn drücken. Ne? Vergiss das nicht. Eigentlich verlieren wir nichts, wenn wir EQ drücken, außer EQs. Aber wir können halt jetzt noch einmal vielleicht machen, wenn du willst. Ja, Mew heilt sich hoch, aber den kriegen wir schon irgendwie tot. Wenn du willst. Hätten wir. Warte. Wollen wir nochmal? Ich hab noch nicht genug. Ich weiß noch nicht genug Invests. Das ist einfach Specs mit Recover. Das ist Specs Roost. Ja, die drücken hier doch nochmal Roost, ne? Wollen wir hier? Ja. Wir können nicht auf Ace gehen, wir verlieren damit halt. Oder wir gehen jetzt hier auf Ace und drücken U-Turn. Das might be the play. Ich mach U-Turn. U-Turn macht so circa 15. Also auch nicht genug. Wie viel macht's denn da? Auch so viel. Also auch nicht genug. Aber wir können halt U-Turn und into U-Turn machen. Auf Lando. Ja. Landos U-Turn macht ja weniger Schaden als der. Ne, wir können einen U-Turn in. U-Turn into Knockoff machen. Genau. Und das könnte, glaube ich, killen. Ja, ja. Wir wissen auch nicht deren Item, ne? Ja. Yeah. Wir drücken einfach U-Turn, I guess. Probably. Und dann können wir immer noch schauen, was wir machen. Je nachdem, wie viel Schaden das macht. Wir revealen halt gerade viel, ne? Ach, wir haben einen EQ revealed. Die haben nach Invests gefragt. Die sind halt wahrscheinlich so defensiv, dass wir schneller sind, wenn wir offensiv sind. Mit dem Band revealen wir halt auch viel. So. Wir sind, die könnten auch Adamant irgendwie sein und dann einen Fick auf Sneebel gegeben haben oder so. Oh, Rocky Helmet. Okay. Okay, das ist schlecht. Wollen wir dann in Lando gehen? Hm. Actually ist das nicht mal so bad. Wenn wir uns auf eine Blaze Range runter hitten lassen und dann schneller sind als alles, dann ist es gut. Lando sein Ding ist nicht schneller als alles. Lando Knockoff müsste hier killen, ne, wenn sie jetzt nicht Roost gedrückt haben. Wenn sie Roost gedrückt haben, drücken wir hier einfach selber U-Turn auch wieder. Gehen in irgendwas anderes. Okay. Wahrscheinlich schon, ne? Deck weniger. Toxic Spikes. Ja, wir können Knockoff hier drücken. T-Spikes. Okay, warte, was? Wir haben T-Spikes dabei. Er ist halt zwar nervig, aber wir haben Aromatherapie. Also so schlimm ist es nicht. Wir können hier Knockoff drücken. Wollen wir Knockoff drücken? Knockoff macht doch allem gut Schaden. Let's go mit Knockoff, oder nicht? Es gibt hier eine Welt, in der wir U-Turn. Nee, U-Turn killt nicht, ne? Nee, Knockoff ist der killt. Es gibt eine Welt, in der wir EQ drücken. Es gibt eine Welt, in der aber wir. Ich glaube. Es gibt eine Welt, in der wir Knockoff drücken und Drakion weniger Schaden machen lassen. Drück Knockoff. Die wissen nicht, dass wir. Die haben noch nicht gedrückt. Die haben noch nicht. Ich glaube, die könnten hier denken, dass EQ der beste Move ist, den wir gegen sie haben. Ja. Die wissen noch nicht, dass wir Scarf sind. Und die wissen auch nicht, dass wir Scarf sind. Das ist tatsächlich nicht so bad. Danke, dass du Aromatherapy mitgenommen hast. Ich nehme nie wieder. Ganz kurz. Wenn ich den Move habe, dann. Okay. Was kommt? Ist Band weg? Oh, scheiße. Aber wenigstens ist der Band weg. Okay, es ist jetzt. Wie. Oh Gott. I guess, die sind jetzt. Die haben jetzt den gleichen Schaden, aber können ihre Moves wechseln, ne? Ja, bis sie wieder rauswechseln. Also, sie kriegen dadurch nicht mehr. Warte mal. Haben die gerade das Game verloren? Oh boy. Wait, Flogges hängt keinen Stop. Metagross?
Er kann halt IQ haben. Ja. But wait, den Damage nachhalten. Danke. Dann Knockoff. Haben wir schon Schaden gemacht? 24? Knockoff. Ja. Wie die minus Death-Wesen? Okay, ich bin gerade sehr verwirrt. Woher kommt unser Damage? Ich weiß es nicht. Wie viel sagt dein Charakter, den sollten wir machen? Warum haben die noch... 16, Max. 16? Wir haben 23 gemacht, okay, das ist ein Unterschied. Das Tracking ist ja nicht einfach nicht gut. Vielleicht haben sie auch einfach nur gefailt. Sie wollten Spätzdev, aber sie haben es aus. Spätzattack aus, sie haben es aus Versehen in Dev gemacht. Weißt du? Also. Nee! Bokov macht hier. Viel zu viel Schaden. Das Ding ist, selbst wenn das minus Death ist. Ah, warte mal. Oh Gott. Nee, das ist alles gut, der Schaden passt. Was hast du gemacht, Jana? Ich hatte schon den Band weggepackt. Er ist eine Mid-Roll, der ist einfach offensiv. Okay. Ziehen wir einen Metag raus. Ich stirb halt durch. Warte, okay. Das ist eine andere Frage. Gehen wir nicht eigentlich in Coco? Durch alles. Durch all was ist mit dem CC? Was passiert, wenn jetzt CC drückt? Du müssen Stone Edge drücken, sonst. Warte mal kurz, ja. Wir müssen hier Dings. Und Stone Edge. Stone Edge K tankt am besten halt Metagross und der würde Stone Edge in Earthquake tanken, bei. Das ist eine 50-50. Wir könnten dann einen Meteor Mash rausbekommen, der übrigens geht. Okay, dann machen wir das, oder? Oh, die haben noch nicht gedrückt. Vielleicht gefasst zur Hölle. Andy gerade zu mir, wie läuft es sich so? Ist halt ein Game. Aber ist halt ein Game ist eine gute Antwort. Hier ist es gut. Das ist sehr gut. Selbst mit einer High Roll killen sie uns. Okay. Was möchte ihr denn Meteor Mash? Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. I don't know. Geht Mew das? Oder nicht von. Nur als Frage. Er lädt aber keine 2. Frage ist halt schneller? Nein. Gehen aber nichts mehr, Mew. Meteor Mash und hoffen, dass unser Attack-Wert hochgeht. 20%. Ja. Das Ding ist. Combat kommt. Okay. Hä? Crit. Crit Attack Boost. Eieieiei. Bis Death ist es trotzdem. Das ist das Problem. Wir machen dem trotzdem keinen Schaden. Aber warte, er macht uns keinen Schaden auch. Was mit EQ? Macht uns bitte tot. Ich habe im Kalk immer noch nichts für Fist Death Invest. Das heißt, wir hätten sogar noch weniger Schaden, deswegen haben wir noch weniger Schaden. Er könnte aber jetzt hier Rest haben, ne? Rest Talk. Wir sind plus 1. Ja. Wir gehen hier halt mit 2 EQs, maybe.
Was ist Meteor Mash? Macht Meteor Mash nicht einfach mehr Schaden? Der Leftovers, Meteor Mash macht Clean. Resistet ihr das? Ja, hallo, Water Resist. Hand ab. Bin manchmal nicht so gut mit meinen Resists. Okay. Wenn du sagst, du willst Earthquake hier drücken? Ah, nee, wir free-hitten den hier nur aus dem Grund, dass er Leftovers hat. Ja. Das heißt, der beste Move wäre actually hier eigentlich. Das Problem ist, dass es... Wenn er hier Rest drückt, dann ist alles kacke. Außer jetzt hier in Coco zu gehen. Lebt Coco und EQ? Wollen wir nochmal Meteor Mash für plus 2 gehen? Oder wollen wir EQ drücken und gucken, was die machen? Ich weiß nicht, ob die Restock dabei haben. Deswegen. Möglich, dass wir das so tun. Ja. Okay. Scouten. Bitte. Rocks. Rocks? Okay. Ist okay. Wir haben keinen Defog dabei. Könnten aber. Aber egal. Nochmal, oder? Das war, wie viel Schaden war es diesmal? 29 an der High Roll. Schön. Ich kann den hier nicht killen, aber drücken wir trotzdem EQ. Der killt uns auch jetzt hier nicht. Und er hat eigentlich gezeigt, dass er. Wenn er hier Restock ist, dann wär's dumm. Ja, er hat einen useless Move dabei für Restock. Drücken hier EQ. Ja, mach das. Allerdings ist dann. Oder gibt's einen anderen Move gegen die anderen Mons? Nee, EQ. Metagross ist dann hier ein guter Sack insgesamt. Das Ding ist halt. Metagross, irgendwas sacken ist hier sehr valuable, weil Lando so bockstark ist. Wir hätten hier auch. Pursuit. Das killt doch aber auch nicht. Und ich will eigentlich alles lieber treffen als Swampert. Es ist so gut, dass wir hier den Crit Plus Attack Increase bekommen haben. War halt absolut Hex, so. Ich war so ein Hex. Holy shit. Obwohl, ich glaube, der Crit kann sein, dass der nicht so gemeldet wird. Ich glaube, der... Nee, hat das nicht. Vielleicht hätten wir ihn dann nur 4 vorhütet. Und mit der Tag hätten wir sowieso nichts gemacht. Also kann sein, dass es hart gemeldet hat. Beides zusammen halt. Bekommt. Also der Attack Increase hat auf jeden Fall gemeldet. Root. Bin ich, wie wir gesagt haben, einfach. Wir gehen doch hier einfach auf Meteor Mash. Attack Boost. Gehen wir nicht hier auf Meteor Mash? So. Er roostet doch hier einfach und wir können einen Attack Boost bekommen. Wir killen, also, wenn er hier nicht roostet, killen wir mit Meteor Mash. Dann. Oh? Ja, Mann. Er roostet. Komm. Warte. Wir müssen halt eigentlich. Wollen wir das nochmal machen? Und vielleicht funktioniert's ja? Ja, komm. Wir brauchen plus 2. Und? Schade. Nochmal. Für den Crit. Warte. Gilt ihr uns hier? Knockoff hier. Nee, Knockoff geht uns noch nicht. Aber nach. Das hätte ich gerade. Ach komm. Gilt ihr uns jetzt? Ja. Knockoff geht. Wir müssen hier Meteor Mash drücken, damit wir ihn killen. Als er irgendwie doch nicht killt. Aber er hat näher als Minus Attack, ne? Ja. Dann ist eine Row. Wir hier Meteor Mash ein. Wollen wir uns hier sacken? Falls wir den Crit bekommen? Möglich, ja. Komm.
Sollen wir EQ drücken? Wenn wir jetzt hier den Safe Switch Out bekommen, ne? Kann halt jetzt, der ist auf 55 Leben, hast du dann, ne? Ja. Auf 55 Leben müsste eigentlich. Geht dann Pyroball? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, könnte, glaube ich, gehen. Okay. Lass mich hier mehr drücken. Was ist mit Pursuit? Wird doch jetzt nicht rausgehen. Also die rauswechseln? Ja, aber was wollen sie denn bitte anschippen lassen jetzt noch? Hm? Was wollen sie denn jetzt bitte nochmal anschippen lassen? Wir leben ja dann noch. Ja, okay, dann drück EQ. EQ oder? Meteor Mash. Braucht nicht Schaden. Ja, drück Meteor Mash. Drück Meteor Mash. Oh, die überlegen. Überlegen. Cancel. Hab ich. Ich bin fertig. Oh mein Gott. Sind die jetzt hier raus weg? Ja. Ding's so broken. Ja, echt gut. Kriegen wir die mit Pursuit? Ja, aber ich sterbe halt daran. Ja, aber das ist ja Giga-Wurf. Also wir kennen die nicht mit Pursuit. Nicht? Nee. Echt nicht? Nee, wir machen 52. Ja, okay. Meteor Mash durch. Also, selbst wenn wir nicht killen, ist Pursuit trotzdem gut. Warum? Wenn sie jetzt hier roosten, dann ist das, dann killen wir nicht mit Ace. Ja, das ist richtig. Also, drück mit. Warte, wenn die rauswechseln, ist EQ besser, oder? Nein, dann ist Meteor Mash auch gut. Dann drück Meteor Mash, ist fein. Geh roosten. Okay. Es waren jetzt wieder 54. Können wir überlegen, was wir machen. Ace macht hier 53, also wenn wir jetzt vom Set ausgehen, 53 Bin. Ja. GNS. Warte, ich will nur kurz gucken. Rompert wechselt doch hier einfach rein. In Ace? Oh ne, warte, tut. Für Fistaff? Jetzt auf 33. Auf 33, der tankt nicht. Ja, aber dann der wird ja trotzdem getuschelt. Und zweitens Terrakium. Einfach hier rein. Ja, wird Terrakium getuschelt? Ja. Yep. Backup-Pult. Der wird auch getuschelt, aber das ist nicht gut. Der ist hier gut. Der ist tot. Und du weißt schon, Reflex? Das Tier ist tot. Drücken hier Pyro. Okay, dann drücken wir Pyro Ball. Let's go. Es tut so weh. Wir sind übrigens fucked, ne? Was? Ne, der kommt ja einmal noch rein und kann den Move drücken. Pyro Ball, okay. Ja. Du hast gedrückt. Okay. Drücken nochmal. Wird down schon mal. Das ist gut für Coco. Das Ding ist. Okay, ich erkläre dir jetzt was. Wir können ja, glaube ich, Sackgame spielen. Das Ding ist. Das Wichtigste ist, dass Mew nicht sich hochhält. Das ist praktisch das Einzige, was wichtig ist. Wenn Mew auf dieser Range ist. Mew auf dieser Range und Lando kommt rein, gewinnen wir. Also wir müssen jetzt mit Libalo drin bleiben. Ding ist, beziehungsweise wir gewinnen noch nicht. Wir gewinnen noch nicht ganz, weil da ist immer noch ein Terrakium. Wenn wir jedes Mal Knockoff drücken, kommt Terrakium halt immer rein. Wir müssen Knockoff drücken. Wir tuschen den ja. Der kann nicht in unsere Reihen wechseln. Terrakium tuschen wir ja nicht mit einem Knockoff. Genau, aber Mew tuschen wir mit EQ. Ja, okay. Hier raus in Floggers. Oder das Ding ist, dürfen wir raus in Floggers? Gehen wir raus in Floggers. Wir können halt nicht drin bleiben.
Willst du den Second hier? Was bringt uns mehr? Dead or Alive? Der kann halt nochmal... Ah ne, der kann nicht nochmal reinkommen. Nein, kann nichts mehr machen. Okay, wir drücken... Wir Second hier. X kommt. X. X. Das ist nicht... Warum? Ah ja, Willow Hex. Der two-shotted. Oh, scheiße. Die Poison Spikes. Das ist nicht gut. Okay, das ist wirklich nicht gut. Oh boy. Wir müssen Aroma Therapy drücken. Landy und die 50-50 gewinnen? Landy und die 50-50 gewinnen. Drücken hier EQ. Richtig? Wenn dann halt Mew reinkommt, sind wir mit Problemen. Das ist gar keine 50-50. Weil wir hier einen Kill claimen. Wir claimen jetzt einfach einen Kill. Ja. True. Dann Lando. Dann kommt Mew. Lando rein. Ah. Drücken hier. Dann nehmen wir hier Dragapult mit Dings überhaupt. Wir killen ihn mit EQ hier, aber wir könnten auch hier noch aufdrücken. Weil dann kommt halt vielleicht Dragon rein. Wir müssen hier. Okay, EQ. EQ ist hier immer der Play. Hier kommt Dragon rein. Dragon und er stirbt. Okay, das heißt, die kommen jetzt hier in Mew rein. Jetzt kommt Mew rein. So. Ja, der will sich halt jetzt hoch rein. Halt nicht gut. Ja. Wie gewinnen wir dieses Game? Das ist sehr schwer. Es ist actually sehr schwer. Wir haben 7 Roos. Wir haben 7 Roos. Wir könnten halt jetzt durchspammen, ne? Ja, das ist der Play. Oh. What okay. The fuck? What the fuck? Darauf hätte ich jetzt nicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Actually, das war ein guter Play von denen. Aber wieso? Hä? Okay, krass. Okay, dann Coco, I guess. Müssen wir. Okay, also sie haben einfach so lange gewartet, bis sie sich dachten, dass wir keine Yachi Berry sind. Ja. Herr Coco und Gleam. Ist es Gleam? Macht Thunderbolt Dragapult genug Schaden? Was macht. Macht Gleam Reflex genug Schaden? Macht irgendwas Reflex genug Schaden? Felicity hier. Ja. Machen dem kaum was. Müssen trotzdem auf Gleam gehen. Machen wir den denn? Machen den mit Gleam 30 und, also nee, 27 und mit Thunderbolt 46, aber wir müssen Gleam drücken, weil wegen Dragapult. 46 Min? Min? Max. Max. Und wir sind poisoned, ne? Ich weiß. Halt, ich will halt eigentlich hier Mew tot sehen. Halt, wenn Mew tot ist, dann. Und der nicht Specs ist mit Toxtricity, dann wenden wir. Ganz, ganz vielleicht mit Flawless Doll. Ich hätte Spätzle Flawless mitnehmen sollen. Ich bereue mein Leben gerade. Wir müssen hier trotzdem in Coco erstmal dann überlegen. Ja. Okay. Was machen wir hier? Was machen wir hier? That's a possibility. That's a possibility. Würde sagen. Das Problem ist halt, dass Reflex und Pult. Nimmt Pult nicht auch einfach Flawless Hops mit Hex? Wenn ja dann Dings. Nee, wir haben Aroma Therapy. Ja, wir haben Aroma Therapy. U-Turn, okay. Können wir einfach U-Turn drücken? Sicher? Ja, was haben wir sonst? Wir können auch hier Gleam drücken. T-Bolt Spam. Oder Gleam. Gleam und dann T-Bolt. Wir kriegen wir kriegen Toxic Damage, Dragapult killt uns hier. Drück Gleam, glaube ich. Okay. Sag ich doch.
Wir hätten U-Turn drücken sollen. Nein, U-Turn gewinnt es nicht. Ja, wir werden jetzt mit Dings drin. Log S. Ja, und was bringt uns das? Das ist Black Sludge. Wir wissen, dass es nicht Specs ist. Und Robin, hättest du mir mal zugehört, du verdammter Vollidiot. Was würde denn Flawless hier bitte gegen das Ding machen? Nicht Specs, aber warte, das ist nicht Specs, das ist egal. Ich glaube, Game ist hier over. Thunderbolt. Natürlich ist der Game over. T-Bolt, Crit. Der Ice Beam war halt. Okay. Der Ice Beam war sehr gut von denen. Rapid. Da wollen wir auf Moonblast Crits gehen. Ja, Moonblast. Ha, diese Loser. Komm, Drop. Haben die keinen. Haben keinen Sludge dabei. Der Drop? Oh, wir kriegen keinen Drop. Es ist halt so bad, dass die jetzt. Also Taunt hat denn tatsächlich das Game hier gewonnen, ne? Warum? Weil die keinen Sludge dabei hatten. Hätten wir jetzt hier also wished, dann hätten wir das Ding 1v1. Ah, schade. Ich finde halt tatsächlich, im Nachhinein war es nicht unser Teambuilding. Ne? Doch, ich glaube schon. Wir haben uns nicht genug auf Mew geprappt. Ich möchte das gerade in den Zitate-Channel hauen. Wir haben uns nicht genug auf Mew geprappt. Robin, du weißt, was du da gerade gesagt hast, oder? Man kann sich nicht auf Mew preppen. Natürlich kann man sich auf defensives Mew preppen, weil mir defensives Mew uns komplett auseinandernimmt, was? Hey, ja, aber woher soll ich denn wissen, dass das Ding defensiv mitkommt? Weil uns defensives komplett die Anal fickt. Ja, cool. Ich wusste aber nicht, ob es physisch oder defensives war. Ja, physisch oder speziell defensives. Hätte ich nicht wissen können, weil beides gut war gegen uns. Ja, aber wenn uns. Nein, speziell defensives hätten wir easy umgebracht. Das wäre gar kein Problem gewesen. Wir haben, sagen wir es so, Robin. Ja, vielleicht war es leicht ein Problem. Physisch defensives hat jedes einzelne unserer Mons gecheckt. Jedes einzelne. Nicht ganz. Das ist nur gegen die, die es nicht gecheckt hat, rausgewechselt. Dann haben wir halt die T-Spikes geregelt, ne? Die T-Spikes haben mir gar nichts geregelt. Doch, teils. Der Ice Beam hat das geregelt. Der Ice Beam hat das gesamte Game gewonnen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ice Beam spielen. Nein, wirklich nicht. Dachte ich auch nicht, muss ich sagen. Nachdem sie so lange mit Mew drin sind, habe ich nicht gedacht, dass sie noch Ice Beam wollen. Hätten wir den Terra Switch in Predicted, dann hätten es vielleicht ein bisschen anders ausgesehen noch. Aber. Schade. Ach komm, kann man nichts machen. Ich bin nicht mad. Ich bin nicht so mad. Ich finde, wir haben das ganz gut rausgeholt. Trotzdem noch. Hey, Turtok war echt die fucking. Genius. Turtok hätten wir auch besser predicten können. Wäre der halt nicht getoxt worden, dann. Wir hätten legit durch eine bessere Prediction gewonnen. Insgesamt überall im Game. Ja. Ich glaube an jeder Stelle. Aber ich glaube, wir sind hier mit der Mentality reingegangen. Stumpf spielen, es bringt eh nichts irgendwie. Das war ein bisschen Mentality von uns heute, glaube ich, auch. Ja, vor allem von dir. Ja, bei mir war es heute so eine Fuck it Mentality, die halt legit, ich glaube. Sagen wir es so, Teambuilding war eine Fuck it Mentality. Im Kampf hätte ich die weglegen müssen, aber. Diese Woche war so stressig für mich. Ich muss jetzt schon gleich wieder was machen, ne? Ich hab gleich zu tun noch. Und ich glaube, für dich war sie noch schlimmer. Weil es dir einfach gesundheitlich nicht so gut geht. Ey, mach eine Atmung, dann ist es wieder vorbei. So, ich glaube. Es war anstrengend heute. Und ich nenne es mal so.
Wir haben nicht optimal gespielt, was ich ein bisschen darauf schiebe, dass halt diese Woche so ein bisschen... Ja, war, es ist Sonntag, ich hatte keine Motivation, also diese Woche meine Motivation auf Pokémon war null. Halt, nada, ne? Nicht vorhanden. Und, I don't know. Like, wir sind immer noch in der im Mittelfeld jetzt nach der Niederlage, denke ich mal. Ne? Und in der Rückrunde haben wir immer noch eine Chance nach oben zu kommen. Im besseren Kader sowieso. Deswegen schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt EPL Season 6. Ich wollte den Witz nicht nochmal bringen, aber ich habe ihn aus Sinn gebracht. Season 6, Spieltag. Nee, Season 7, Spieltag 4. Bis dann. Liked wenigstens das Video und abonniert den Kanal. Dankeschön. Das reicht heute. Es geht irgendwann mit AWF. Wir spielen irgendwann mehr Dragon Roundbar in diesen Ferien. Ich habe jetzt Ferien, ich kann mich ausruhen. Bis dann, ciao. Ja.